Du hast Angst zum Singen und die Gitarre, die da schon 20 Jahre in der Ecke steht, die wartet schon wirklich lange auf dich. Dann hast du jetzt die Chance, dabei zu sein und singen und Gitarre spielen lernen. Mein Name ist Peter Pickel, ich bin Singer-Songwriter. Und was ist das größte Problem? Es ist die Angst. Die Angst vom Krokodil, das unterm Bett hervorschleicht und dich anspringt und dich frisst. Na, es ist viel konkreter, die Angst. Es ist die Angst vor Ablehnung und die Angst, nicht geliebt zu werden. Und vielleicht hast du das sogar konkret erlebt, diese Angst. Vielleicht in der Schule hast du einen inkompetenten Lehrer gehabt, der dich nicht gesehen hat. Sing, Rosemarie, sing! Alle meine Entchen. Grauenhaft, Rosemarie, grauenhaft! Sing die Lieder! Es ist egal, wo diese Angst herkommt. Hier, jetzt und heute ist sie einfach nur noch da, um dich am Leben und am freudvollen Musizieren zu hindern. Also was braucht es konkret, damit du dich traust zu singen? Ganz genau Mut. Und deswegen bekommst du jetzt von mir die größte, fantastischste, megamäßigste, unglaublichste, phänomenalste, schönste Ladung Mut, die du jemals erlebt hast. Dann lade ich dich ein, deine Gitarre aus dem Keller zu holen, damit wir starten können. Erster Finger, zweiter Finger, die Gitarre. Die Gitarre. Erste Saite, zweite Saite, dritte Saite, vierte Saite, fünfte Saite, sechste Saite. Die sechste Saite, die tiefste Saite, die Bassseite, die E-Saite ist die einzige Saite, die wir spielen. Und der Vorteil dabei ist, dass wir jetzt nicht einmal Stimmen brauchen. Aber wenn du es trotzdem Stimmen willst, die Gitarre, dann kannst du einfach eine Handy-App herunterladen. Ich habe diese Guitar-Tuner-App mit Tuna. Die schaltet man ein. Da spielt man die dickste Saite und dann dreht man einfach, bis diese Zahl grün leuchtet in der Mitte ist. Perfekt. Es gibt auf der Gitarre Buntstäbe und wir spielen in diesen Stäben in die Mitte hinein. Das ist das E leer. Erster Bund, zweiter Bund, dritter Bund. Wir spielen so. Vierter Bund, leer. Siebter Bund. Zweiter Bund. Wenn du dann schon ein bisschen fortgeschritten bist, kannst du mit der rechten Hand alternieren, Zeigefinger und Mittelfinger abwechseln, so machen. Kannst es auch schneller spielen oder die einzelnen Töne länger spielen. Jetzt kommen wir zum Singen. Worum geht es um Singen? Worum geht es im Leben? Worum geht es im Sex? Ich vergleiche immer gern Sex mit der Musik. Sex kann man auch einfach nur physisch machen, ohne jegliche Zärtlichkeit. Wir wollen eine Sensibilität, einfach Kontakt, Verbindung, ein Einlassen, Hingabe, Einfühlungsvermögen, den ganzen Körper spüren, lauschen. Freude, Ekstase, Lust, the juice of life. Deshalb lade ich dich ein, sing falsch, sing schier, sing voll daneben, sing richtig schier und grässlich. Aber sing mit Herz, sing mit Kontakt zu deinen Gefühlen, zu deinen Emotionen, als Ausdruck von dir selbst. Was soll ich singen? Ist egal. Und ich zeige jetzt ganz kurz, wie das in etwa ausschauen kann. Vierter Bund. Leer. Siebter Bund. Zweiter Bund. Zuerst beginne ich mit Summen.
singst Vokale. Und dann kannst du einfach irgendwelche Silben finden. Und dann kannst du, wenn du möchtest, auch zum Beispiel Worte verwenden. Ich bin hier und spiele Gitarre, Gitarre spiele ich und singe und es macht mir Spaß. So was zum Beispiel. Du findest mich auf www.peterpickel.com, auch auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram. Und ich wünsche dir, dass du Liebe machst mit deiner Gitarre, mit deiner Stimme. Ciao.